Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Kolloquium. Wir haben heute ein Fachgespräch mit wunderbaren Experten zum Thema Stockholm-Syndrom und kognitive Dissonanz. Diese Worte fallen immer wieder in Bezug auf unsere Gesellschaft heutzutage und was das auf sich hat, die Bedeutung und wie wir vielleicht aus diesem Prozess auch rauskommen als Gesellschaft, das erfahren Sie heute von unserem wunderbaren Team. Angeführt von Dr. Anne-Katharina Tschocke und Professor Dr. Petschner. Wir haben noch Per Zebergs und Lothar Hirneise bei uns. Freuen Sie sich auf eine wundervolle Expertenrunde. Wir starten jetzt. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wir sind ja heute per Du. Und ja, ich würde direkt mal starten zum Thema kognitive Dissonanz. Das ist ja einfach ein Wort, was immer wieder fällt, wo wir oft auch gar nicht wissen, was bedeutet das überhaupt. Und ich würde mal, lieber Thomas, mit dir direkt beginnen. Was verstehst du unter kognitiver Dissonanz oder wie würdest du das auch einer Gesellschaft erklären? Eventuell, wenn Sie auch... Sehr simpel, zum Beispiel in der medizinischen Praxis, ein Beispiel für kognitive Dissonanz ist, du hast einen Patienten und er versteht, ihm geht es nicht gut und er versteht, er braucht eine gewisse Therapie und er setzt sich dahin, hört alles schön an und geht nach Hause, macht aber gar nichts. Mhm. So, auch mit deinem Gewissen, ja, ich tue nicht, was von mir verlangt ist, aber es ist mir auch egal. Also da gibt es natürlich verschiedene Spektren in diesem Bereich, aber grundsätzlich ist das, wo jemand sagt, okay, hier gibt es etwas, was ich verfolgen sollte, aber das tue ich nicht. Da würde ich direkt mal zu dir, Lothar, umschwenken, gerade auch in der Krebstherapie gibt es ja auch eben, man wird konfrontiert mit der Diagnose. Dann gibt es natürlich einen Weg der Chemotherapie, aber es gibt ja auch alternative Formen, die ja ein bisschen anspruchsvoller sind, ja, wo ein bisschen auch Umsetzung bedarf. Wie begegnet dir dieses Thema kognitive Dissonanz? Ähnlich wie du das gerade gesagt hast, im Grunde genommen mit einer falschen Erwartungshaltung. Ja? Die Erwartungshaltung in der Onkologie ist halt leider im Großteil der Onkologie, vor allem in der universitären Onkologie, ist ja immer noch so, mach mich heile. Ja, ich, also was opfere ich als Patient? Ich opfere meine Vene, ja, sodass da irgendjemand was reinstopfen kann oder ich lege mich unter eine Maschine, ein Bestrahlungsgerät als Beispiel oder so und dann wird es schon. Also unter kognitiver Dissonanz verstehe ich vor allem, dass ich nicht verstehe, was das die Krankheit zum Beispiel mit mir selber zu tun hat, ja. Und dass ich da reingehen muss und einfach das anschauen, ja. Und diese Erwartungshaltung, diese falsche Erwartungshaltung, das führt dann zu, im Grunde genommen, der Medizin, die wir heute haben, nämlich ich freue mich, und da kommen wir ja zum zweiten Wort, Stockholm-Syndrom, wenn ich das schon mit einbauen darf. Ich bin dann bei einem Arzt und ich freue mich ja dann schon, wenn der überhaupt irgendetwas mit mir macht. Ohne überhaupt selber zu analysieren, ist das, was der Arzt da macht, ist es überhaupt gut? Ist es das, was ich brauche? Habe ich da vorher mich mal informiert drüber? Das findet heute, ich sag mal, in einem extrem großen Teil der Bevölkerung nicht mehr statt. Ja. Wenn ich jetzt das Thema Selbstwirksamkeit in unserer Gesellschaft anschaue, ja, wo ging die denn verloren? Also diese, dass ich selber in der Lage bin, eine Wirkung zu erzielen, ohne die Verantwortung an Dritte abzugeben. Ich glaube, wir haben die Großteil der Leute hat die Gabe der Intuition irgendwie verloren. Also den Herzverstand oder auch das Bauchgefühl. Viele wissen ja intuitiv, was eigentlich richtig wäre, irgendwie folgen dem aber nicht mehr. Man wird so zugeballert mit irgendwelchen Informationen. Und wenn du das oft genug hörst, so ist es ja auch in der Kriminologie, wenn du etwas selber oft genug denkst, dann bist du zum Schluss von dieser Wahrheit überzeugt, wobei die Realität eine ganz andere ist. Und so, glaube ich, läuft es hier auch. Und dann, früher hatten die Menschen intuitiv, die wussten so viel, was richtig und falsch ist. Wenn man sich diese ganzen Naturvölker anguckt, ich habe da gerade eine tolle Erfahrung machen dürfen, ich war in Sardinien, habe da zwei Wissenschaftler kennengelernt, zwei Forscher, die erforschen das Naturvolk der Nuraga.
Und haben die werden zurückdatiert bis 5000, 7000 vor Christus. Also die sind zum Teil älter als die Ägypter von. Und dann haben die uns erklärt, welche Rituale die damals schon hatten. Oder zum Beispiel auch, die, wenn man sich die Aborigines anguckt, meine, die wissen heute, wenn einer irgendwo liegen bleibt, wo der liegen geblieben ist, und können dann in einer Stunde diesen Knochen heilen. Das sind unglaubliche Begabungen, die wir haben, sage ich mal, in der Schöpferkraft, oder man sagt vielleicht auch im heiligsten Raum des Herzens, in der fünften Herzkammer, wo wir diese Zugänge haben, oder auch in der Zirbeldrüse, wo wir diese Zugänge haben, wo uns die richtigen Informationen zugespielt werden. Und da ist, glaube ich, viel verloren gegangen. Jetzt haben wir natürlich auch dieses, so wie im Außen, so wie im Innen, unser kleines Mikrobiom, unsere Bakterien. Liebe Anne-Katharina, inwieweit haben Bakterien Einfluss auf unser Denken, auf unser Handeln? Das würde ich gleich gerne eigentlich als zweites anfügen. Ich bin noch in dem Begriff der kognitiven Dissonanz, weil wir auch vielleicht den Zuhörern erzählen wollten, was das eigentlich für ein Begriff ist. Und vom lateinischen Cognitio ist die Erkenntnis. Dis heißt immer auseinander und sonare heißt tönen. Mhm. Das ist das, was klingt. Und dissonare, es klingt nicht mehr, es ist kein Einklang mehr. Und kognitive Dissonanz heißt, ich habe ein Unwohlsein, also fachsprachlich ist dieses ungute Gefühl, wenn ich eine Erkenntnis habe und das Gegenteil tue. Also der Raucher, der weiß, oh Gott, meine Lunge, es wird jetzt hier mit Teer gepflastert, das ist nicht gut für mich, ich lasse das lieber und steckt sich eine Zigarette an. Oder jemand, der ein Magengeschwür hat und sagt, oh, ich vertrage keinen Alkohol und gehe zum Kühlschrank und trinke ein Bier. Und das heißt, die Person selber hat in sich einen Konflikt zwischen dem, was sie erkannt hat, Cognitio, und dem, was sie tut, was sie handelt oder auch spricht. Etwas anderes als vielleicht die eigene Intuition ist. Und diese kognitive Dissonanz führt dazu, dass der innere Konflikt Vermeidungsstrategien hervorruft. Das ist ja der klassische Fall von Ja, aber. Also Patienten begegnen uns sehr oft dann, man schlägt was vor und dann kommt Ja, aber. Das ist Ausdruck dieses Missverständnisses, also dieses Missverhältnisses von Einklang und Handeln und Wollen auch und Tun. Und dann rechtfertigt man sich, man sagt Ja, aber, man vermeidet es, man guckt einfach weg und tut so, als gäbe es das gar nicht. Und das ist, glaube ich, das, was du ganz eingangs ansprachst, dass gesellschaftlich da jetzt ein hohes Maß an kognitiver Dissonanz allgemein unterwegs ist, dass man eigentlich so mit der Intuition auch weiß, das intuitives Wissen ist ja auch ein tiefes Wissen in uns, da geht es eigentlich lang und man macht was ganz anderes. Und diese Spannung provoziert, dass man dann jemanden sucht, der diesen Konflikt für einen löst, weil das ist ja unangenehm, das ist ein fürchterlich unangenehmes Gefühl. Jetzt suche ich mir also jemanden, der mir dieses unangenehme Gefühl nimmt und diesen Konflikt löst. Das heißt, ich höre auf eine Autorität. Und das ist das Risiko. Beim Arzt ist ja bequem, der ist ja schon mal Halbgott in Weiß. Der ist die Autorität, dann höre ich auf den, was das Unwohlsein aber natürlich, so wie du eben geschildert hast, noch vergrößern kann. Aber jetzt gesellschaftlich ist jede Provokation von einer kognitiven Dissonanz, die geschieht, zum Beispiel auch durch Werbung, die ganzen Werbung, provoziert, dass man sich einer Autorität zuwendet. Und darin sehe ich ein Risiko. Also über das Mikrobiom können wir ja dann gleich noch. Super erklärt. Ich bin so froh, dass du das jetzt ausgeführt hast. Das war richtig. Weil, ja. Das kennt ja jeder von uns. Jeder wollte mal abends eigentlich schlafen gehen und dann liegt da noch das Buch. Ach, dann lese ich nur noch so ein bisschen. Also das kennt ja jeder. Und wie ist da die Lösung? Die Lösung ist, dass man erstmal sich klar macht, welchen Konflikt habe ich denn eigentlich? Aha. Ich will schlafen gehen, weil ich müde bin, aber da liegt das Buch, ich will lesen. Das ist ein Konflikt. Und dann ein Handwerkszeug lernt, mit so einem inneren Konflikt umzugehen, ohne jetzt, dass die Mama als Autorität, die war ja früher da und gesagt, du gehst jetzt schlafen und klappst das Buch zu. Und jetzt bin ich aber vielleicht ein erwachsener Mensch, ohne dass ich mir jetzt dann eine Autorität suche, weil ich dann Gefahr laufe, wieder von meiner eigentlichen Intuition abgelenkt zu werden. Weil die kann nur ich haben. Und interessanterweise kommt das Dissonanz, dissonare, auseinanderklingen. Das Gegenwort dazu ist personare, hindurchklingen. Und Persönlichkeitsentwicklung ist nicht möglich in der kognitiven Dissonanz. Das heißt, da geht es darum, kann ich wirklich Person sein, mich als Persönlichkeit entfalten, dann geht es darum, diese kognitive Dissonanz aufzulösen. Und das ist halt eine gesellschaftliche Aufgabe. Wow.
Sehr schön. Mhm. Wunderschön erklärt. Das wunderschön erklärt. Hammer, fantastisch. Punkt und Schluss. Wir können ja fast aufhören. Also besser kriegen wir es nicht mehr hin, der drei. Das können wir nicht mehr schöner sagen. Ja, aber ich kann es ja noch erweitern. Ja, Zeit. Du hattest mich ja nach den Mikroben gefragt, weil die Erkenntnisbildung, die ja überhaupt ermöglicht, dass man jetzt nicht das tut, was einem nicht gut tut, sondern überhaupt die Erkenntnis hat, dass es da eine Dissonanz gibt. Die Erkenntnisbildung ist ja physiologisch ans Gehirn und Nervensystem gekoppelt. Und da sind wir beim Mikrobiom. Da hat man tatsächlich festgestellt, dass die frühkindliche Entwicklung gekoppelt ist an den Zustand des Mikrobioms. Und Erkenntnisprozesse abhängig sind von bestimmten biochemischen Vorgängen und Substanzen, das können wir vertiefen, müssen aber nicht, die mit der frühesten Kindheitsentwicklung bereits im Mutterleib nur dann ausgebildet werden, wenn ein vollständiges Mikrobiom, also eine vollständige Gemeinschaft der Bakterien im Mutterleib, im Baby und beim Menschenkind nach der Geburt vorhanden ist und sich entfalten kann. Da ist dann der Zusammenhang zum Mikrobiom tatsächlich gegeben. Also kann ich wirklich in dieser Thematik, wie komme ich von der kognitiven Dissonanz in die Persönlichkeitsentwicklung, auch das Thema Mikrobiom mit reinnehmen in die Therapie? Ja, auf jeden Fall. Okay, würde ich nachher nochmal auch drauf zurückgreifen. Mhm. Vielleicht kriegen wir da noch so ein paar Tipps und Tricks. Können wir machen. Lieber Thomas, wie würdest du... Ja, also wenn man jetzt die ganze Erklärung sieht, man könnte auch sagen, man ist es nicht im Einklang mit sich selbst. Und dann kommt aber ein kleines bisschen eine tiefere Schicht. Warum mache ich das nicht? Was passiert in mir, dass ich das mache? Und das ist dann in vielen Fällen so Kleinrebellen. Ja, man fährt nicht 50. Es ist ja 50 eingeschränkt. Ich fahre 52 oder 53 und es macht eine Spannung. Ja, erwischt mich die Kamera jetzt, erwischt das Adrenalin geht. Es gibt keine weitere Gefahren. Jetzt bin ich, ja, ich entscheide. Keiner sagt mir, du fährst jetzt 50, weil es vielleicht mal einen Sinn gibt oder es ist eine 30er-Zone. Aber jetzt fahre ich 32. Und diese Kleinigkeiten, die man sich selbst, sage ich jetzt mal, nimmt, ist es auch so ein kleiner innerer Schrei nach Freiheit. Ich möchte jetzt etwas machen, was mich nicht einschränkt. Ich möchte jetzt irgendetwas machen, was mir über die gesellschaftlichen Grenzen hinweg übrig bleibt, ohne dass ich bestraft werde. Also es macht auch kleine Freude, diese Rebellion zu führen, weil es im größeren Rahmen nichts gibt. Es gibt eine ganze Menge Probleme, aber es ist die Frage, wie gehe ich mit denen um und was kann ich mir leisten? So eine kleine innere Freude, wirklich in diese Dissonanz reinzugehen. Aber dennoch bin ich permanent im Konflikt. Natürlich. Also ich bin immer im Kampf. Natürlich. Wie löse ich diesen Kampf? Was gibt es da? Die Frage ist überhaupt, ob man es das lösen will. So, man weiß, ich bin nicht im Einklang mit mir selbst, ich bin nicht im Einklang mit Regeln, mit Gesetzen, was auch immer das ist. Aber gerade diese Kleinigkeiten, es wird schon nichts passieren. So, ich habe öfters Klienten erklärt, wenn sie die Ernährung ändern, da gibt es einen Prozess von mehreren Monaten, was sie eingehen sollen, bis eine Beschwerde oder irgendein Problem erstmal gestoppt wird. Und wenn man während dieser Zeit sagt, nach 3 Monaten beispielsweise, ach, jetzt gönne ich mir ein Glas Wein und Kuchen, dann ist man direkt am Anfang des Prozesses. So, wenn man aber das ganze Jahr durchhält, wenn sich die Struktur der Gewebe geändert hat, wenn sich die Organe beruhigt haben, wenn man eine Festigkeit hat und Immunsystem funktioniert, dann kannst du dir schon mal Wein und Kuchen gönnen, ohne dass du wieder mal am Anfang bist. Dann mach das jetzt mal mit dir, was 2-3 Tage lang, bis sich das wieder beruhigt hat. Aber diese Spannen und diese Möglichkeit, das selber zu steuern, sind einfach gegeben und unmöglich. Und trotzdem ist das so, dass einer, auch wenn er weiß, das wird mir nicht gut tun, sagt er, naja, also ich bin eingeschränkt in diesem Bereich und diesem Bereich und diesem Bereich und dies bisschen Freiheit gönne ich mir. Ja, und das ist innere, ja, kann man schlecht sagen, innere Trieb, aber es ist etwas, wo man sagt, ich nehme mir das jetzt mal so als Ausdruck der Freiheit, als Ausdruck der weite Welt oder wie auch immer man das persönlich dann verarbeitet. Da kann ich dafür vielleicht was dazu sagen. Ich habe vor kurzem ein Buch geschrieben, vielleicht kennt ihr das von Vishen Lakhiani, Definiere dich neu. Das war ursprünglich Informatiker, ist heute aber von Mindvalley so der Oberguru-CEO, ich glaube der 20 Millionen Follower oder Mitglieder.
Und der schreibt in seinem Buch, okay, wir haben überall die Reglementierungen und wir haben diese Dogmen. Und das Wichtigste, was du machen musst, um in deinem Leben um weiterzukommen, definiere alle Glaubenssätze und Dogmen, ob die sich für dich richtig und wahrhaftig anfühlen. Und wenn nein, schmeiße die über Bord. Und der hat dann extra noch ein neues Wort kreiert, das nennt sich Rules, im Sinne von B-R-U-E-U-L-E-S, Bullshit Rules. Und wenn man sich das mal anguckt, wie viel alten so Glaubenssätzen aus der Erziehung, aus Religion, aus der was weiß ich, aus der Gesellschaft, wo man da eigentlich gebunden ist, die einen selber überall nur reglementieren, da kommt der kleine Rebell, wie du auch sagst, da muss man halt noch ein bisschen mehr sein. Sollte man noch ein bisschen mehr tun, hat man auch mehr Freiheit. Also das ist so meine Meinung, ich kann das Buch nur empfehlen, ist großartig. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir gehen immer davon aus, dass wir treffen Entscheidungen. Es gibt von Paul Watzlawick, der dieses schöne Buch Anleitung zum Unglücklichsein geschrieben hat, eine sehr schöne Arbeit. Da hat er in Kalifornien Studentin genommen und die mussten nur eins entscheiden. Gehe ich dieses Jahr in die Berge in den Urlaub oder ans Meer? So, und jetzt hat er die an Maschinen angeschlossen, die in ganz feinen Bereich Körpertemperatur messen, Blutdruck messen, Puls messen, verschiedene Hautreaktionen messen. Und dann hat er gesehen, Sekunden vorher, bevor die Entscheidung fürs Meer oder für Dinge, ist immer die gleiche körperliche Reaktion. Also als Beispiel, die sich fürs Meer entschieden haben, ist immer der Blutdruck hochgegangen, ist der Puls hochgegangen, ist die Körpertemperatur hochgegangen. Die sich für die Berge entschieden haben, ist es runtergegangen. Das heißt, die Entscheidung, ob jemand ans Meer oder ein Ding, ist gar nicht da oben getroffen worden, wie wir immer glauben, in unserer Großhirnrinde oder irgendwo, sondern das hat der Körper vorher schon entschieden. Und da sind wir dann wahrscheinlich bei der Anakadien mit den Mikrobiomen. Vielleicht entscheidet unser Dickdarm manchmal ganz andere Sachen, wo was wir tun sollen oder was wir denken sollen. Also ich glaube nicht, dass wir so diese Persönlichkeit, dieses Menschsein haben, wo wir immer glauben, dass wir aufgrund unserer Intelligenz oder kognitiven Fähigkeiten oder was auch immer permanent Entscheidungen treffen. Und deshalb halte ich es für so wichtig, wie Thomas auch gerade richtig gesagt hat, dass die Leute ihren Körper pflegen, dass die gut mit dem umgehen, weil der trifft viel mehr Entscheidungen meiner Meinung nach, als wir glauben. Ich habe auch oft gelesen, dass Menschen, die vor großen Entscheidungen stehen, die sehr bewusst sind, auch mit ihrer Gesundheit, fasten. Kannst du damit was passiert, wenn ich faste? Warum habe ich dann einen klareren Blick oder kann mich besser entscheiden? Also was passiert beim Verzehr von Speise? Der Körper wendet ja Energie auf, um das, was als Fremdes da von draußen hineinkommt, und dann verdaut wird und im Stoffwechsel ins eigene übergeht. Das ist ja ein Kraftaufwand. Und wenn ich jetzt alle Kraft für ein ganz bestimmtes Ziel nehmen will, dann kann ich natürlich diesen Kraftaufwand, den der Körper leistet, ausschalten und ins Fasten gehen. Dann komme ich in einen anderen geistigen Zustand. Das kann man natürlich machen, wenn man dazu veranlagt ist, muss man aber nicht. Also die Verzahnung ist wichtig zu beachten. Wir neigen ja dazu, die verschiedenen Körpersysteme zu trennen und sagen, da ist der Verstand, da ist das Herz und jetzt müssen wir mehr das und mehr dies. In Wirklichkeit ist es ja alles eins und das Mikrobiom ist ja als Gemeinschaft aller Bakterien und eigentlich auch Pilze und Viren und Protozoen und was alles so unsichtbar in uns ist, die Instanz, die alles miteinander verbrückt, also Brücken bildet, verbindet, ineinander verzahnt. Also um auf diese Entwicklungsphänomene zurückzukommen, werden bestimmte Membranbestandteile, Sphingolipide, werden vom Mikrobiom angeregt zur Synthese im Organismus. Und wenn bestimmte Bakterien, also Bacteroidetes zum Beispiel, fehlen, gibt es einen reduzierten Level. Und die sind aber zum Beispiel für die Kommunikation zwischen den Zellen zuständig. Und wenn meine Zellen nicht richtig miteinander kommunizieren kann, wie will ich Entscheidungen als ganzer Mensch treffen? Weil man versucht ja als ganzer Mensch eine Entscheidung zu treffen und nicht nur von hier oder von da. Da widerspricht man sich ja oft genug selber. Dann entscheidet man heute so und morgen denkt man so. Und dann sind es in verschiedene Instanzen in einem selber gewesen. Und ein gesundes Mikrobiom, was wirklich in einer gesunden Vielfalt ist, ausreichend ernährt, auch durch das, was wir Ballaststoffe nennen, ist ja wie so ein Netzwerk, was uns durchzieht, was das ganze System ineinander verzahnt und stabilisiert und dann dem ganzen Mensch ermöglicht, hindurch zu klingen. Ich bin wieder bei der Person. Personare heißt ja auch, eine Entscheidung treffe ich nicht einfach aus dem Nichts heraus, sondern ich bin angebunden an die Welt, in der ich lebe, die meine Entscheidungen ja auch mitträgt.
Also das Mikrobiom als Ganzes ist erforderlich, um ein ganzer Mensch zu sein. Und jeder, der mal einen Blechdurchfall hatte, weiß, dass man da nicht mehr klar denken kann. Das ist ganz einfach. Ne? Hier, wenn hier im Darm, der ja den größten Teil der Mikroben beherbergt, wenn da ein Chaos ist, ein Durcheinander ist, dann ist man nicht mehr entscheidungsfähig. Das ist ganz, ganz einfach. Also, und mit der Energie will ich noch was hinzufügen. Ich komme aus dem Sportbereich eigentlich. Und früher war es üblich, sagen wir mal, wenn am Samstagnachmittag ein Fußballspiel war, haben die am Freitagabend, sind die gemeinsam zu Steak essen gegangen, bis man draufgekommen ist, am nächsten Tag 20% der verfügbaren Energie verwendet werden muss für die Aufspaltung der Eiweiße. Aber da haben sie sehr lange gebraucht. Gell? Also da ist sicher was dran. Also zu diesem Thema würde ich auch was dazu geben, wenn man in die komplementäre Medizin eingeht. Und nicht, sage ich jetzt, Verwertung von der Nahrung nur sieht, pH-Werte oder was auch immer. Es gibt auch physikalische Werte. Also alles, was übersäuernd ist, dehnt die Organe an sich und alles, was alkalisch ist, kontraktiert die Organe. Durch die Veränderung der Organstruktur ergibt sich auch eine Verschiebung von, sage ich jetzt mal, hormonellen Einflüssen im Körper, sodass einer, dessen Galle kontraktiert ist, der wird impulsiv, der wird richtig in manchen Momenten zornig und kann sich nicht zurückhalten. Einer, dessen Leber vergrößert ist, wird ungeduldig. So, das sind auch Elemente, die tatsächlich innen drin, in uns passieren. Und wenn du sagst, einer geht zum Meeting, ich habe öfters das gemacht mit Geschäftsleuten, die irgendwelche ganz, ganz wichtige Entscheidungen treffen müssen oder Politiker, dann kommt die Frage, was kann ich tun? Erstmal dich selbst resetten. Nimm dir ein paar Tage Zeit, um auf Null zu kommen. Nicht, dass du zum Meeting gehst, ja, schon mit einer Galle, die ja, mit ganze Menge Power da ist. Dann hat er keine Geduld. Und die Verhandlungen, die da geführt werden, beziehungsweise Entscheidungen, die aus so einem Ungleichgewicht stattfinden, sind weder rational noch irgendwie ordentlich belegt. Ja, hat man die Fakten ja auch, aber am Ende aller Tage, die Entscheidung kommt meistens aus dem Bauch heraus. Weil wenn alle Fakten im Kopf da sind und alles auf dem Papier gut aussieht, bedeutet noch nicht, dass die Entscheidung getroffen ist. Und diese Impulse, die kommen ja auch tatsächlich von innen und Fasten, man muss nicht unbedingt fasten vor dem Meeting, aber man soll sich balanciert ernähren. Das heißt, all die Organe möglichst im Gleichgewicht lassen, damit man auch die Entscheidungen ordentlich treffen kann. Mhm. Gerade wenn ich jetzt nochmal, du warst ja weltweit unterwegs und hast verschiedene Krebstherapien dir angeschaut, aber auch sicherlich viele Patienten natürlich dadurch getroffen. Worin hat sich der Patient im Wesentlichen unterschieden, der wirklich diese Selbstwirksamkeit super umsetzen konnte, zu dem, der einfach die Verantwortung für sich nicht übernehmen konnte? Was? Im Grunde nur mit einem Wort, Selbstverantwortung. Hm. Also, und da muss man aufpassen, weil man fällt schnell in die Falle des Wortes Schuld. Ja? Viele, die verkaufen dann sozusagen das als Schuld, dass jemand also an seiner Krebserkrankung schuld ist, weil er durch was auch immer dazu beigetragen hat. Als Beispiel, wir messen Adrenalin und sehen, dass bei Krebskranken kaum Adrenalin im Körper ist. Ja? Und warum ist kein Adrenalin da? Weil die über viele Jahre einfach zu viel Stress hatten. Also die Nebennieren können nicht so viel produzieren an Adrenalin, wie die Menschen verbraucht haben. Da kann man jetzt nicht sagen, oh, derjenige ist schuldig, weil er so ein stressiges Leben geführt hat. Weil er hat ja nicht das Bewusstsein darüber gehabt, weil sonst hätte er es ja geändert. Ja? Aber er kann es ja jetzt sehen. Und jetzt muss er in die Verantwortung gehen. Und hier ist das Problem, die Verantwortung wird leider abgegeben. Und wir meiner Meinung nach leben wir in einer Gesellschaft in einem kompletten Stockholm-Syndrom. Ich meine, vorgestern oder irgendwann waren Wahlen in Deutschland. Ja? So, allein, dass ich zu einer Wahl gehe, wo ich zwischen Cholera und Pest wählen darf. Das ist wie beim Stockholm-Syndrom, wenn der Terrorist zu mir sagt, du darfst jetzt nach einem Tag auf die Toilette gehen. Wir haben wir vorher kurz drüber geredet, ja. Das empfindet dann der Gefangene dort, der empfindet es als in einer großen Dankbarkeit. Wir sind inzwischen so behämmert, dass wir glauben, dass diese Art von Wahlen als Beispiel, wir sollen dankbar sein, dass wir wählen gehen dürfen. Wir sollen dankbar sein, dass wir eine Chemotherapie Senfgas bekommen dürfen. Wir sollen dankbar sein, dass ein Arzt, der ja
durch mich bezahlt wird, durch meine Krankenkassenbeiträge, dass der überhaupt mit mir redet und freundlich zu mir ist. Ja? Also wir leben meiner Meinung nach in einem kompletten Stockholm-Syndrom permanent, in ganz, ganz vielen Bereichen, nicht nur in der Medizin. Und wie kann man das stoppen? Was muss man anders machen? In die Selbstverantwortung gehen. Und ohne das religiöse Wort der Schuld zu benutzen, sondern einfach sagen, dieses Leben hat mich zum Beispiel zu dieser Erkrankung oder zu dem Status, in dem ich heute lebe, eben geführt. Ich übernehme die Verantwortung und ich bin Gott sei Dank auch intelligent genug, das zu ändern. Aber hier kommt leider ein Riesenproblem dann. Das nächste Problem ist, alles Neue macht Angst. Mhm. Und das ist da, wo die meisten Menschen einfach einen Stopp machen, ja. Die gehen dann halt immer in den gleichen Urlaub und machen immer die gleichen Dinge und wählen ein Leben lang die gleiche Partei und verstehen noch gar nicht, dass das, was ihnen da angeboten wird, ein pures Stockholm-Syndrom ist im Grunde genommen. Dieses Verlangen, ich will doch einfach nur das Alte wieder zurück. Ja, dieses. Also ein Stück weit Sehnsucht nach heiler Welt kann man schon haben in der heutigen Zeit. Das muss ich schon sagen, weil sich einfach so viele Dinge, wir haben es schon oft besprochen, eine Art und Weise entwickeln, wo man sagen muss, haben wir den Verstand verloren? Es ist doch so offensichtlich, dass das nicht funktionieren kann. Ich weiß nicht, was genau da passiert ist. Warum ist es für den einen so offensichtlich und den anderen eben nicht? Und das finde ich so dieses... Ich glaube, es gibt einfach sehr viel Informations... Ich will zurück mal Propaganda nennen. Wenn ich schon die Wortwahl sehe in den Nachrichten über bestimmte Personen, also im... Da geht es nicht weiter darauf ein, aber von Putin. Da kommen die Worte, die davor, die Attribute, die davor und dahinter sind, sind immer die gleichen. Mhm. Du kannst dann gar nicht mehr sein, wenn diese Richtung überhaupt nachdenken, auch wenn du Klaus von Donani heißt, oder wenn du ein berühmter Philosoph bist, da wirst du gleich gekillt. Das ist nicht mehr zulässig sozusagen. Aber zurück zu dem noch, ich glaube, es ist auch eine Informationsfrage. Wenn man einmal verstanden hat, aber wer weiß es da draußen, dass im Anfangsstadium jede Krankheit eine sinnvolle biologische Sondermaßnahme ist. Eigentlich nur um eine Information zu geben, du musst was ändern. Du musst jetzt rausfinden, was ist es? Ist es was mit Mikrobiom? Ist es was mit den Mitochondrien? Hast du hier oben Trauma? Schläfst du schlecht? Hast du Pilz an der Wand oder sonst irgendwas? Das ist eigentlich ein Signalgeber, der dir Zeit verschafft, um zu gucken, was ist die wahre Ursache? Und wenn ich die wahre Ursache nicht finde, würde ich das Problem nie lösen. Ich würde Thomas gerne dich noch fragen zum Thema Schuld. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt eine gewisse Zeit in einer kognitiven Dissonanz gelebt habe und es ist ein Schaden entstanden und ich erkenne diesen Schaden und dann kommt es ja gegebenenfalls zu Selbstvorwürfen. Oder wie würdest du damit umgehen? Oder was machen wir denn zum Beispiel, wenn in der Gesellschaft jetzt auf einmal wirklich eine Art von, nennen wir es mal, Aufwachen stattfinden würde, rein theoretisch, und dann eine Erkenntnis über das, was passiert ist, wie schafft man sich dann wieder wirklich zu zentrieren? Wie du es gesagt hast, rein theoretisch wäre das da sehr schön. wir nehmen ja alle Möglichkeiten in den Raum. Rein theoretisch wäre es super schön, aber viele Leute wollen ja gar nicht aufwachen, weil aufwachen heißt das, was verändern. Und das tut vielleicht auch weh. Das tut auf jeden Fall weh. Also wenn du jemandem sagst, ab heute trägst du nur noch rote Socken, das ist schon eine gravierende Veränderung, wenn er dir Leben lang schwarze Socken getragen hat und jetzt muss er irgendetwas ändern. Da geht's wirklich viel tiefer. Jetzt, wenn deine Frage nur auf Gesellschaft abzielt, ich kann das jetzt mit einem Beispiel zurückgeben. In den Anfang der 90er Jahren habe ich für einen Handelsgiganten gearbeitet und habe auch bearbeitet, das Psychologie der Innenräume und Farben und Licht und wie kann man Räume anders gestalten, dass die Kunden sich wohlfühlen und dass diese Kaufverhalten vorangetrieben wird. Und dann hat er gesagt, ja, mach mir mal einen Plan. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe ich einen Plan gemacht und war mit mir selbst absolut zufrieden, habe diesen Plan hundertmal angeschaut und sind dann durchgegangen. Den Plan hat nichts gefehlt. So, und dann setzen wir uns zusammen und gehen das Ganze durch und er guckt sich das mal an. Also werde nie im Leben vergessen, also diese Brille auf der Nasenspitze da gehabt. Herr Petschner, sagt er zu mir, Sie haben alles wunderschön hier gemacht, aber einen einzigen Faktor haben Sie nicht.
mit berücksichtigt. Und dann sage ich, und das wäre, sagte, dass 50% Menschen einen ganz niedrigen Intelligenzkoeffizient haben. Das sage ich, wie bitte? Also es war eine absolute Beleidigung. Ja, wie kann er? Und dann sagt er, sonst würden Sie bei mir nicht kaufen, sonst würde ich nicht so viel Umsatz schon gemacht haben. Sonst wären Sie gar nicht bei mir gekommen, weil das, was ich verkaufe, ist eigentlich die Ware, die minderwertigen Qualität hat. Ja? Und das ist schon die Bestätigung an sich, dass Sie nicht denken können. Also Sie müssen jetzt die Pläne so ändern, dass sie auf diesen Level passen. Und jetzt sagst du, die Leute wollen was ändern. Die Leute, viele wollen gar nichts ändern. Viele wissen gar nicht, was sie ändern wollen. Du sagtest vorher über Selbstverantwortung. Was ist die Selbstverantwortung? Der weiß ja gar nicht, was er selber tun kann. Viele Leute sind uninformiert. Die wollen was ändern. Aber die wollen nicht lesen, die wollen ein Buch nicht in die Hände nehmen, die fragen nicht nach dem Rat. Die gehen zum Arzt und sagst, ja, das ist dein Job, du musst mich heilen. Aber Änderung, also wenn du sagst, du musst deine Ernährung ändern und für dich wäre es wichtig, jeden Bissen nicht nur runterschlucken, sondern 40 Mal zu kauen. Jetzt kriegen die große Augen, was? Ich muss auch kauen. Ja? Wo fängt das an? Mhm. Ja. Ich würde deinen Seufzer jetzt gerne auch. Ja, beruhigt, dass du das, die wollen das nicht, dann zwei Sätze weiter, sie wollen vielleicht doch schon verwandelt hast. Weil ich tue mir wahnsinnig schwer, wenn man so pauschal spricht über Menschen und versuche immer den Einzelnen zu sehen und da stecken ja Bedürfnisse dahinter. Und man muss ja sehen, dass wir in einem Weltbild leben, wo der Wandlungsprozess nicht als positive Qualität besetzt ist. Schon von dem, was wir aus dem 19. Jahrhundert als Weltbild mitbringen, mit dem Objekthaften. Ein Objekt ist ja per se mal etwas, was ein Fußboden oder ein Schuh oder so, die sind, wie sie sind. Schuh verändert sich auch manchmal. Aber wir Menschen haben uns selber ja in der Betrachtung vom Menschenbild her auch zu Objekten gemacht. Und ein Objekt wohnt inne, dass es sich eben nicht verwandelt. Und dann ist es wichtig zu gucken, welches Bedürfnis hat denn der Einzelne, warum er sich nicht ändert. Weil er zum einen in einem Weltbild aufgewachsen ist, wo er denkt, das muss man nicht und Änderung ist irgendwo was Exquisites, Bedrohliches, Außergewöhnliches. Und nicht das allgemeine Bewusstsein dafür da ist, dass jeder Tag und jedes Leben aus Wandel besteht, aus beständigem Wandel und alles andere ein Todesprozess ist und Wandlung das Gewöhnliche ist und ein Erdwandlungsprozess auch was Gewöhnliches ist, was man nicht nur negativ mit Klimawandel dann mit bedrohlichen Szenarien besetzen muss, sondern das sind Wandlungsprozesse. Also dass als erstes mal so dem Einzelnen geholfen werden darf, zu verstehen, dass das gesunde Menschen- und Weltbild ein permanenter Wandel ist, das weiß ja jeder. Die Sonne geht auf, die geht unter, der Frühling kommt, der Herbst kommt. Es ändert sich alles ständig, mein Fingernagel wächst. Und Wandlung ist das Gewöhnliche und dann das Gefühl von Sicherheit zu bekommen in der Verwandlung. Und nicht den Wunsch haben, dass alles so bleibt, wie es ist. Also nicht die Idee haben, dass Sicherheit darin besteht, dass es so ist, wie es ist und bleibt, wie es ist. Sondern ich habe dann immer so das Bild von einem Bach, wenn man auf einen Fluss drauf guckt und dann ist ein Stein und dann ist da vorne Welle, dann ist da die Welle und der Bach fließt und die Welle steht und die Welle bleibt die Welle. Die Form der Welle ändert sich kaum, die bleibt immer stehen, aber es ist ständig frisches Wasser dahin durch, was da durchfließt. Das heißt, es ist eine Gleichzeitigkeit von Veränderung und Gestalt. Und wenn man das verinnerlicht, dass eigentlich alles im Wandel ist und gleichzeitig aber bleibt, also meine Nasenspitze ist ja auch eine Welle, da geht immer Blut durch und Zellen bauen sich ab und auf. Und wenn man dieses Gefühl von Sicherheit Menschen geben kann, dass ein Wandel gleichzeitig einen Halt gibt, ich glaube, dann wären sehr viel mehr Menschen bereit, auch wirklich diesen Wandlungsprozess, den wir gerade haben, mitzugehen. Und wenn sie keine Angst mehr haben, auch nicht mehr an dem Alten zu klammern, weil das ja erst dazu führt, dass die Dinge zerbrechen. Wenn ich etwas festhalte, also eine Beziehung bricht ja erst dann, wenn sie schon erstarrt ist, wenn sie schon tot ist, sonst verwandelt sie sich. Also, und wie kann der Einzelne in den ganzen Veränderungen, die wir jetzt haben, da wirklich diese Sicherheit finden, die sein eigentliches Bedürfnis ist, erst dann, wenn er im Wandlungsprozess sich sicher fühlt. Wer gibt ihm die Sicherheit? Von wem soll er Sicherheit erwarten? Wer ist Sicherheitgeber? Ja, das halte ich eben für ein Missverständnis. Und das ist ein Problem der heutigen Zeit, dass die meisten Menschen eine Autorität suchen, die extern ist. Und das kann man tatsächlich, wenn man das bei den Menschen so erlebt, für mein Gefühl ganz stark zurückführen auf eine sehr, sehr häufig vorkommende frühkindliche Traumatisierung.
weil man ja als kleines Kind Bezugspersonen hat, die man anhimmelt. Ja, der Vater, die Mutter im Idealfall sind die Idealperson von männlich und weiblich und werden vergöttert. Man verliebt sich an der Mutterbrust schon an die Mama. Und jetzt sind es aber vielleicht Personen, die nicht fürsorglich sind, die nicht liebevoll sind, die einen vernachlässigen, weil sie so mit Geldverdienen beschäftigt sind oder andere Interessen haben oder alkoholisiert die Kinder schlagen oder warum auch immer. Dann wird dieser Autoritätsbezug, der eigentlich aus einem Liebesverhältnis heraus entsteht, der wird korrumpiert und diese Autoritätsperson, Vater, Mutter, negativ besetzt. Und dann bleibt, da kommen wir so ein bisschen auch in Richtung Stockholm-Syndrom wieder, weil Stockholm-Syndrom heißt ja, dass Täter- und Opferrolle so sich miteinander verzahnen, dass das Opfer sich mit dem Täter identifiziert. Und das findet ja real energetisch im unsichtbaren Raum statt. Dass man also, dass ein Täter mit der Gewalt Ausübung tatsächlich Energien aus dem Opfer, wenn wir das jetzt so mal bezeichnen, entnimmt und sich vereinnahmt und dann ein Teil des Opfers beim Täter ist, weshalb der Täter, das Opfer sich mit dem Täter identifiziert, weil der ja einen Teil von ihm hat. Das ist eine ganz fürchterliche Verzahnung und je gewalttätiger, desto stärker ist die. Und es war bei dieser namengebenden Entführung ja eben über einen langen Zeitraum. 5 Tage, ja. Länger. War das nur 5 Tage? Nein, das war länger, meine ich. Das wäre wirklich lang gewesen. Also, ja, müsste man nochmal nachgucken. Es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall intensiv. Es passiert aber auch, wenn ein Vater ein Kind schlägt, eine Mutter ein Kind schlägt oder auch vergewaltigt oder die Rolle tauscht, sich die Mutter von der Tochter bemuttern lässt oder all dieses. Und dann haben wir diese Traumatisierung und dann bleibt in dem traumatisierten Menschenkind die Sehnsucht zurück, den Gegenpol in einer positiven Autorität zu bekommen. Also nicht dieses Gefühl, also die Sehnsucht, dass die Mama, der Papa endlich liebevoll sind, das findet aber nicht statt. Und dann ist dieses Muster auf diese Autoritätsbeziehung so eingegraben, dass man sagt, ja, aber der Guru oder der Ernährungsspezialist oder eben auch der Arzt, der weiß jetzt für mich, wo es lang geht. Und dann macht man sich genauso von dem abhängig. Und die Kunst ist, wie hilft man einem Menschen aus dieser Abhängigkeitsfalle zu sich selber zu finden? Und das ist ein langsamer Prozess mit ganz viel Ermutigung, sich selbst zu fühlen, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Ich empfehle den Menschen ganz simpel zu beginnen, wenn ich Hunger habe, essen, wenn ich Durst habe, trinken, wenn ich müde bin, schlafen gehen. Also wirklich die elementaren Grundbedürfnisse des Körpers mal überhaupt erstmal wahrzunehmen und sich selber dann als eigene Autorität zu nehmen. Meine Autorität ist mein Körper, meine Empfindung, meine Gefühle, mein ganzes So-Sein. Wie soll es sonst gehen? Niemand weiß für jemanden anders bis ins Letzte, was gut für ihn ist. Das wäre anmaßend zu behaupten. Wir Ärzte lernen das ja. Wir müssen diese Rolle einnehmen, nicht? Das ist so. Aber ich glaube, dass es lohnenswert ist, Menschen zu ermutigen, sich selbst zu fühlen. Und das fängt für mich damit an, wirklich den eigenen Impulsen nachzugehen. Auch den eigenen Appetit, das wäre dann fürs Mikrobiom ganz wichtig, den eigenen Appetit wieder ausgraben. Weil es wird ja so viel nach Autoritäten gegessen, nach der Diät. Und ich habe ein Buch, da sind die 100 wichtigsten Diäten drin. Da kann man vorne nur Rohkost, hinten keine Rohkost und dann nur gekocht. Das ist alles widersprüchlich. Ja? Und dann geht man in diesen Strudel und der hat ja ein Risiko. Wenn ich mir jetzt eine Alternativautorität suche, dann projiziere ich alle meine Sehnsüchte des von klein auf traumatisierten Seins und vielleicht auch den nicht erfolgten energetischen Entflechtungsprozess auf diese Person. Da aber niemand das ersetzen kann, ist eine erneute Enttäuschung vorprogrammiert. Und ich kenne Leute, die machen diese Schleifen jahrzehntelang. Dann fahren sie nach Indien, haben da ihren Guru 5 Jahre und dann sind sie da enttäuscht. Dann finden sie ihren Ernährungspapst, der weiß jetzt, wo es lang geht. Schlimmstenfalls rufen sie dann am Ostersonntag nachmittags bei der Frau Dr. Tschocke an, weil die bei QS24 eine Sendung gemacht haben. Ich habe sie gerade im Fernsehen gesehen. Ich habe seit 20 Jahren eine Blasenentzündung. Sie können mich retten. Und du sagst dann, dass Homas kannst. Rufumleitung. Das ist wirklich sehr, sehr viel Wahres, was du da jetzt gesagt hast. Die Leute rufen tatsächlich oder dann kommen die E-Mails und auch manchmal tatsächlich auch ohne Frage so
hast du überhaupt Zeit, willst du irgendwas machen, sondern hallo, mein Name ist sowieso, ich habe diesen Problem und das ist meine Kontaktadresse tatsächlich. Also es geht manchmal so weit, dass da nicht mal eine Frage stellt, könntest du es eventuell, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, ich brauche was jetzt und mach das für mich. Mama, aber, Papa, helf mir. Ja, aber es ist wirklich Selbstverantwortung, immer. Ich würde kurz, Lothar, ich war ja auch schon bei dir im 3E-Zentrum. Mhm. Du hast ja viele Therapeuten und auch eine Therapeutin, Andrea Hammer, ist auch bei uns im Sender. Das sind ja alles Werkzeuge, wo eben die Menschen in diese Selbstwirksamkeit kommen. Und da wäre es mal jetzt schön von dir zu hören, was gibt es denn wirklich in der Praxis, ja, wo man sagt, wo darf ich hinschauen, wo darf ich mal durchs Feuer gehen oder mir mal echt was anschauen? Also der erste Schritt muss das sein, ich muss einen Schritt zurück. Unsere Psyche hat ein unglaublich mächtiges Instrument namens Verdrängung. Wir alle kennen dieses Wort, aber die meisten Menschen sind nicht so bewusst, wie fantastisch das funktioniert. Jetzt ist es ja ein Yin und Yang. Das Yang in der Verdrängung ist natürlich extrem positiv. Also es gibt einen Grund, warum die Evolution oder liebe Gott, ich glaube jetzt ein bisschen mehr an die Evolution, warum die Evolution überhaupt so ein mächtiges Instrument geschafft hat, ja. Weil ohne Verdrängung müssten wir ja viel öfters durch einen Schmerz gehen, wir müssten Verantwortung übernehmen. Und Verdrängung, ich sage mal, der größte Teil der Welt lebt ja nicht nur im Stockholm-Syndrom, die leben auch ganz gut in der Verdrängung und es gibt Hundertjährige, die sicherlich, wo das funktioniert hat. Die Verdrängung wird ja erst dann zu einem echten Problem, wenn sie sich, wie es dann eben passiert bei Neurosen oder so, körperlich ausdrücken. Dann muss ich hingehen. Und so ist es. Wir haben bei uns im Zentrum natürlich ein Riesenglück. Die Menschen, die zu uns kommen, die kommen schon mit einem Bewusstseinssprung, dass sie sozusagen, ich sage deshalb einen Sprung, weil das ist ein Sprung, ja, das ist ein großer Unterschied zur allgemeinen Bevölkerung. Die kommen schon mit dem, da ist was. Also ich spüre, ich muss was verändern, ich weiß nur nicht was. Ja, was haben wir in den letzten Jahren gelernt? Wir lernen auch permanent neu hinzu. Wir haben zum Beispiel gelernt, wie Thomas auch vorher gesagt hat, wenn er, sagen wir mal, ein Politiker oder sonst jemand berät, zuerst mal in die Ruhe zu kommen. Wir nennen das Parasympathikus-Training bei uns oder Leben 2.0-Training nennen wir das. Ja? Aber es ist genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Warum? Wir haben Folgendes gesehen. Adrenalin spielt eine unglaublich große Rolle im Körper. Und bei Krebskranken, wenn die es nicht schaffen, den Adrenalinspiegel wieder nach oben zu bringen, sterben die. Wir hatten mal Dr. Wolfgang Wehrhoff bei uns auf dem Krebstag, hat eine schöne Arbeit da gezeigt, wo er das auch gezeigt hat. Wenn das nicht passiert, dann sterben die Menschen. Und deshalb legen wir in den letzten Jahren immer mehr Wert darauf, Menschen in den Parasympathikus zu bringen. Was bedeutet das? Ja? Das heißt, ich sage zu dir, Corinna, reg dich nicht mehr auf. Wir beide wissen, wir sind beide Schwaben. Ja? Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht einfach zu sagen, spiel wie lang Klavier. Ja, da muss ich 20.000 Stunden an dem Klavier sitzen. Ja? Und so ist es auch mit Parasympathikus oder Neudeutsch Resilienztrainings oder wie immer man das nennen mag. Ja? Man muss das trainieren. Die Leute haben, auf gut Deutsch gesagt, keine Werkzeuge dafür, weil lernt man das in der Schule? Nein. Lernt man es in den meisten Elternhäusern? Nein. Weil hätten sie es gelernt, wären sie ja oft gar nicht in diesem Status quo, wo sie sind. Ja. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren immer mehr gelernt, Menschen zu unterrichten, kein Adrenalin zu verbrauchen. Also auf gut Deutsch gesagt, was bedeutet das im richtigen praktischen Leben? Das erste ist, wie erkenne ich eigentlich, dass ich Stress habe? Wow, ich bin auch Schwabe, wie man hört. Wir Schwaben wissen gar nicht, in welchem stressigen Leben. Wir stehen um 5 auf, arbeiten bis mittags, was weiß ich wo. Abends, weißt du, dass jeder Schwabe in 1,7 Vereinen ist? Ja, also fast 2 Vereinen. Schaffe, Häusle, Bauer. Das ist wirklich so. Und wir verbrauchen viel mehr Adrenalin, als unsere Nebennieren sozusagen produzieren können, als was wir brauchen. Und deshalb fahren wir über die Jahre immer weiter runter. Das heißt, der erste Schritt ist, zuerst mal erkennen, ist das, wie ich lebe, ist es ein stressiges Umfeld oder nicht? Viele haben wirklich keine Ahnung, in was für einem Stress sie leben. Das nächste ist natürlich, wenn ich diese Erkenntnis habe, wie baue ich das ab? Aber jetzt, wie kann ich meinen Stress abbauen? Da muss ich ja was ändern. Und jetzt sind wir bei diesem großen Problem. Um etwas ändern zu können, muss ich Dinge nicht mehr, sagen wir, nicht mehr so stark verdrängen, wie ich es vorher getan habe. Da komme ich jetzt zu diesem berühmten Erkenntnis, Selbsterkenntnis. Ja? Das ist also der nächste Schritt. Und
Und dann, wir sagen ja zu Krebspatienten, okay gut, dein Lebenswerk hat dich zu dieser Erkrankung gebracht. Wenn du auf diesem Lebenswerk weitergehst, kommt halt ein neuer Tumor. Also du musst links oder rechts abbiegen. Ja? Jetzt hört sich das einfach an. Aber jetzt sage ich mal, nach Hause zu gehen, die Leute kommen 4 Wochen zu uns und jetzt sollen die nach Hause gehen und die Frau soll zu ihrem Mann sagen, du, unsere Ehe, eigentlich gefällt mir das nicht so. Und wie die Kinder mit mir umgehen, gefällt mir gar nicht. Und ganz ehrlich, meine Schwiegermutter kotzt mich auch an. Ja? Ich will nicht mehr, dass die so mit mir redet. Ja? Und unser Sexualleben ist ehrlich gesagt eine einzige Katastrophe und so weiter und so fort. Das heißt, diesen sogenannten alternativen Weg zu gehen, ist meiner Meinung nach viel anstrengender, viel aufwendiger, als die Vene hinzuhalten und eine Chemotherapie zu machen. Natürlich sind die Nebenwirkungen einer Chemotherapie hart. Oder wir alle wissen doch, eine Ernährungsumstellung. Dieses Wort hört sich so einfach an. Wie viele Menschen schaffen es denn? Das ist ein ganz kleiner Promillebereich, die wirklich es schaffen, eine, ich sag mal, gesunde Ernährung über Jahre durchzuziehen. Ja? Und also was wir hier brauchen oder was wir tun, ist eigentlich ganz einfache Dinge. Stress runterfahren, Stress runterfahren, Stress runterfahren. Wie erkenne ich das? Und wie kann ich jetzt in der Zukunft ein Parasympathikus leben? Und was wir den Menschen dann, damit sie da auch motivierter sind, beibringen, ist, das Schöne daran ist, ich bin anschließend viel glücklicher. Mhm. Wahnsinnig glücklich. Und ich werde ja oft so von Patienten dann, Herr Hirner, Sie sind schon ziemlich durchgeknallt. Ich habe Metastasen in der Lunge und der Leber und Sie sagen zu mir, ich soll ein gutes Sexualleben haben und ich soll viel Spaß haben und ich soll glücklich sein. Dann sage ich, ja, aber warum sage ich das denn? Doch nicht, weil ich denke, Sie haben nur noch ein paar Tage zu leben, sondern weil nur über diesen Weg können Sie überhaupt gesund werden. Mhm. Das ist zuerst mal so ein Paradigmasprung, sage ich mal, wo die verstehen müssen. Aber wenn man das dann verstanden hat, dann fällt es einem leichter, die Disziplin der Ernährungsumstellung zu machen. Es fällt einem leichter, für das, was man möchte, um glücklich sein zu können, einzustehen. Dann wirklich der Umgebung zu sagen. Und ich sage immer jedem Krebskranken, benütze deine Krebskrankheit. Jetzt hast du die Chance, der ganzen Welt zu sagen, was du willst. Weil wenn du einen Tumor im Körper hast, akzeptiert jeder, ja, die ist krebskrank, die ist schwer oder der ist schwer krank. Ja, das, dem nachher, wenn er wieder gesund ist, boah, da kriegt er nur eine auf den Deckel. Und deshalb, wenn er krebskrank ist, jetzt hat er die Chance, sein Leben so aufzuräumen, dass er nachher glücklicher ist. Ich habe ja in meinem Leben auch mit Alkoholikern früher in der Psychiatrie gearbeitet. Und wer, der Alkoholiker bleibt eigentlich trocken. Die Alkoholiker, die ein glückliches Leben haben, die sozusagen dieses Fass, wie meine Chefin früher gesagt hat, bei einem Alkoholiker ist es so, der hat so eine große Tüte in der Hand und der ist mit Alkohol gefüllt. Jetzt leeren wir den Alkohol raus, jetzt müssen wir diese Tüte füllen mit Leben. Leben, ja, als Nicht-Schwabe, ja. Mit vollem Leben müssen wir das füllen. Und die Menschen, die das schaffen, die bleiben trocken als Alkoholiker oder der Tumor geht weg und der Tumor kommt auch nicht mehr zurück. Und die Menschen sind übrigens nicht in einer Remission, wie das dann in der Medizin heißt. Nein, diese Menschen sind geheilt. Die müssen auch nachher nicht in irgendwelche, ich sag mal, Selbsthilfegruppen gehen und da permanent sprechen. Ich sage immer, meine Güte, wenn du dir den Fuß brichst, gehst du doch auch nicht in eine Selbsthilfegruppe der Oberschenkel gebrochenen Knochen oder irgendetwas, sondern du bist geheilt und gut ist und dann ist das Thema Krebs wieder weg. Punkt. Und das Thema nochmal aufrollen, ja genau, wenn du da dich weiter mit beschäftigst, auch mit diesen Rückführungen oder so, du holt mir die, das habe ich schon mehrfach genannt, du holt mir die alten Sachen so raus und arbeitet es wieder komplett durch. Und verstärkt das Trauma dann noch. Das ist dann oft nicht gelöst. Das Gegenteil ist oft der Fall. Ja, wenn es nicht gelöst ist. Ja, weil der andere Punkt ist ja noch praktisch energetisches Arbeiten. Das ist ja euer Konzept 3E. Und beim dritten energetischen Arbeiten ist eines der Alpha-Zustand. Und das andere ist wirklich mal zu verstehen, Geist schafft Materie oder Geist formt Materie, wie auch. Es entsteht keine Materie, die nicht aus dem Quantenvakuum generiert wird. Und aus dem Quantenvakuum kann nur die Materie entstehen, die als Information auch reingespielt wird. Das ist das Spiegelungsgesetz. Und da habt ihr ja mal, oder hast du mal festgestellt, wer sind die Survivor, welche Menschen haben austherapierten Krebs überstanden? Die haben alle noch einen Deal gemacht. Und hast du gesagt, am Anfang war ich völlig erstaunt. Alle einen Deal mit sich selbst gemacht, mit den Zellen. Zellen sind ja, mit denen können wir kommunizieren. Die haben, sagen wir, die haben integrale Zellmembranproteine, die entstehen. Die verstehen elektromagnetische Signale. Gedanken sind elektromagnetische Signale. Also alle Informationen, die wir abbilden, kriegen die.
können die verarbeiten, wissen nicht, was die mit zu tun haben. Dann hat die gesagt, wir machen einen Deal, wenn ihr so weitermacht, ich bin der Wirt. Wenn ich sterbe, was bleibt für dich? Also lass uns doch einen Win-Win machen. Wir arbeiten zusammen. Du kriegst alle Aminos und kriegst alles, was du kriegst. Du kapselst dich ab oder du erledigst dich oder sag mal, du schaffst mir einfach keine Sorgen mehr. Diesen Deal, den habe ich jetzt gerade noch vermisst in der Ausführung, weil der ist so wichtig. Ja. Und das muss man verstanden haben, wenn man mal vom Verstand her weiß, wie Materie existiert, dass wir eine reine Lichtwesen sind, dass eigentlich Quantenvakuum wirklich die wirklich einzig wahre Wissenschaft ist und da gelten die normalen physikalischen Gesetze nicht mehr. Und die machen aber 99,99999% von unserem Volumen aus. Das sollte man sich vielleicht mal drum kümmern. Das kann man aber auf die Spitze treiben. Das war jetzt mit Verlauf so ein bisschen männlich formuliert. Bring die Weiblichkeit rein. Ja, das juckt mich jetzt. Also nicht gendermäßig. Wenn du das so formulierst, dann würde ich sagen, was ist denn dann wirklich hinter dem Geist? Was hinter dem letzten Geist steht, ist ja die Schöpfungsliebe. Die tiefe, tiefe Liebe, aus der Schöpfung heraus sich entwickelt hat. Und das ist ja das Urbedürfnis eines kranken Menschen, des gesunden Menschen genauso. Und dann, das möchte ich jetzt einfach da noch so reinbringen, weil die wirkliche Sehnsucht, die jeder von uns hat, ist, anerkannt zu werden, genommen zu werden, wie man ist, geliebt zu werden, sich selber lieben zu können, wie man ist, in seiner inneren Liebesbedürftigkeit in Resonanz gehen mit der Welt und geliebt werden. Das ist ja die Grundheilkraft eigentlich auch. Und das ist der eigentliche Geist, der dahinter steht. Da gab es eine tolle Studie, die Whitehall-Studie in UK, die ist über 30 Jahre geführt worden. Dann haben die untersucht, welche psychosomatischen Gründe sind die wahre Ursache für schwere chronische Krankheiten. Absoluter Testsieger war Effort-Awards-Disbalance. Heißt, Wertschätzung hat sich nicht gelohnt. Sei es in der Familie, sei es im Beruf, sei es in der Gesellschaft. Schön. Das war schon mal ein schöner Schluss. Also wir sind schon relativ gut durchgekommen. Ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart. Und ich wollte jetzt einfach von jedem noch mal so ein bisschen zum Thema Gesellschaft, kognitive Dissonanz oder Stockholm-Syndrom einen schönen Impuls für die Menschen noch mal auf den Weg geben von euch. Und ich fand deinen jetzt schon wunderschön, wenn ich den gleich so schon nehmen darf als Abschluss und würde direkt vielleicht Thomas mit dir weitermachen. Einfach so 2, 3 Sätze, wo du sagst, hey, das möchte ich einfach noch mal rausgeben, so zu dem Thema. Ich finde, Anne hat das wirklich auf den Wesentlichen zusammengebracht. Also Selbstliebe, auch Reflexion zu sich selbst und zu anderen. Und einfach ein kleines bisschen mehr Lächeln, ein kleines bisschen mehr Freude reinbringen. Weil das ist ja auch so eine Spiegelung. Wenn ich innerlich balanciert bin, wenn ich froh bin, wenn ich glücklich bin, dann gibt das weiter. Schön. Vielen Dank. Per? Ich glaube, Selbstverantwortung ist sicher das richtige Schlagwort. Selbsterkenntnis, Selbstreflexion und mal wieder erkennen, dass wir ein Teil einer genialen Schöpfung sind. Also wenn man sich den menschlichen Körper, den Organismus, dieses Ökosystem anguckt, das ist sowas von perfekt, sowas von genial, es ist unschlagbar. Da wieder dran glauben, dass da vieles möglich ist. Schön, danke. Ich würde, oder ich sage das ja oft zu Menschen, seid einfach mal mutiger. Ich sage dann immer, ihr wollt doch nicht ab in die Kiste, ohne mal nackt durch den Park gerannt zu sein und ohne mal was riskiert zu haben, so ohne mal einen Strafenzettel zu bekommen. Ja, oder einfach mal so mutig zu sein und mal was zu riskieren. Ich meine, ganz, ganz viele Menschen wirklich, die sterben eines Tages. Und wenn man Menschen auf dem Todesbett dann fragt, was würdest du denn anders machen, dann kommt fast immer, ach, ich hätte doch mal mutig genug hätte sein sollen, also mutig genug sein sollen, um mal das oder jenes zu machen. Und da würde ich Menschen, die Gesellschaft im Allgemeinen dazu auffordern, meine Güte, sei doch mal ein bisschen mehr lustiger, ein bisschen mehr spaßiger und macht einfach mal ein paar geile Sachen. Punkt. Schön. Vielen, vielen Dank euch allen zusammen. Es war so eine tolle Runde. Ich habe das richtig genossen, unsere Stunde, und freue mich, wenn wir in Zukunft wieder in der Runde mal uns wieder treffen. Vielen Dank. Gerne. Ja. Dankeschön.